In diesem Video sehen wir noch eine Anwendung von Nullstellen. Und zwar kann man jede Gleichung, jeden Summanden in gegebenen, nicht kann man nicht immer, aber kann man, wenn man es findet, in die Linearfaktoren zerlegen. Quadratische Gleichungen, deren Lösungen man kennt, kann man in lineare Faktoren zerlegen, solange sie in R lösbar sind. Das heißt also irgendwie Nullstellen haben, sonst geht es natürlich nicht. So, und zwar sind genau dieses hier die Nullstellen unserer Gleichung, die wir eben gehabt haben. Denn wenn wir das hier wieder ausmultiplizieren, dann kommen wir just auf die Darstellung, die wir eben schon hatten. Der Satz von W eta würde jetzt sagen, okay, ich nehme dieses hier x1 plus x2 minus x1 und so weiter, minus davor muss dann p sein. Ich kann auch das p hier vorne gleich weglassen. Und x1 mal x2 muss q sein. Wenn ich das einsetze, dann komme ich darauf, dass ich halt gerade eine quadratische Gleichung lösen soll, die dort oben schon steht. Das kann ich natürlich auch direkt machen. Und wieder minus p raussuchen, q raussuchen, minus 4 und 3. Einsetzen, ausrechnen. Und dann kommt man auf 2 plus 1 sind 3, die hier eingesetzt werden. Und 2 minus 1 sind 1, die hier wieder eingesetzt werden. Damit haben wir schon die erste der Aufgabe erledigt. Im zweiten Teil haben wir es genauso leicht. Da müssen wir also, wir haben ja gerade gelernt, eigentlich nur die Nullstellen dieses Ausdrucks kennen. Machen wir mit PQ-Formel. Wir setzen das also gedanklich gleich 0. P7, Q10. Also sind unsere Nullstellen, wenn wir das jetzt hier angucken, einmal minus 5 und einmal minus 2 und hier in die Linearfaktorzerlegung eingesetzt, ergibt sich x plus 5 mal x plus 2 Probe. Sprich, wenn man das wieder ausmultipliziert, kommt man auch genau an diese Stelle. Ein klein wenig mehr Arbeit hat man, wenn hier vorne noch ein Faktor vorsteht. Wie im Teil B in beiden Aufgaben. Hier haben wir auch einen Faktor davor. Dann muss man den erstmal ausklammern. Hier in dem Teil geschehen. Wenn man den ausgeklammert hat, dann ist es wieder genau das gleiche Problem wie hier oben. Wenn ich das hier nämlich in Linearfaktoren zerlegen will, muss ich die Nullstellen von diesem Ausdruck kennen. Das heißt, ich suche mir wieder P und Q heraus, setze das in unsere PQ-Formel ein, kriege heraus als Ergebnis einmal 2 Drittel, schreibt es nicht, 2 Drittel und einmal eine minus 2. Wenn ich das dann hier einsetze, steht immer noch die 3 davor. Die haben wir hier vor, die muss da stehen, die muss hier stehen. Und wenn ich die dann hier rein multipliziere, dann steht da auch die etwas hübschere Lösung auf dem Zettel. Analog natürlich, hier wenn hier eine 4 steht, erst die 4 ausmultiplizieren. Das heißt also alle Terme durch 4 teilen. P, Q raussuchen mit PQ-Formel, die Lösungen bestimmen. Eine ist 7 Viertel, eine ist minus 1. Einsetzen, die 4 nicht vergessen. Und dann kann man die 4 wieder rein multiplizieren und kommt auf die doch verhältnismäßig schöne Darstellung in den Lösungen.